Im Rahmen ihrer Stiftungssommertour war Justizministerin Jacqueline Bernhard zu Gast bei der Schulz-Stiftung der Nordkirche. Der Besuch führte sie an die Robert-Lansemann-Schule in Wismar. Die Schulz-Stiftung ist Träger der Grundschule mit Orientierungsstufe in der Hansestadt. Katrin Ziebra, stellvertretende Direktorin, gab eine umfassende Führung durch die Schule. Wenn man am Zahlenstrahl arbeiten möchte, das geht dann da besser. Pastor Kai Gusek war als Vorstand der Schulz-Stiftung vor Ort. Er beschrieb detailliert die Arbeit der Stiftung. So hatte die Ministerin Gelegenheit, sich ausführlich zu informieren. Wir haben bei beiden Stiftungen gesehen, dass es wichtig ist, einen eigenen Grundstock zu haben, aber dass für jedes gesellschaftliches Engagement auch wichtig ist, eine staatliche Förderung oder eine Förderung bei Stiftungen durch Private, durch Zustifter zu Stifter zu bekommen. Das haben wir in beiden Stiftungen gesehen, sowohl heute früh in der Anstiftung durch öffentliche Forderung, als auch hier jetzt in der Schulstiftung durch die Förderung auch des Landes in diesem Bereich. Und so ergänzen sich dann auch Stiftung und der Staat gegenseitig, weil wir alle ein Ziel haben, die Gesellschaft voranzubringen. Derzeit folgen 302 SchülerInnen dem Unterricht. Das Land fördert die freien Schulen zu 85%. Der Rest muss über Schulgeld eingenommen werden. An der Lansemann-Schule zahlen knapp 30% der Eltern die volle Höhe. Alle anderen haben eine Ermäßigung. Eine freie Schule ist keine Privatschule. Ein hohes Einkommen kein Aufnahmekriterium. Pastor Kai Gusek beschreibt auch noch einmal, dass die Schulz-Stiftung keine Förderstiftung sei, sondern eine rein operative. Wie die Stadt Wismar auch Schulträger ist für ihre Grundschulen und Regionalschulen, sind wir Schulträger für unsere Schulen. Das heißt, wir tragen die volle Verantwortung für den Schulbetrieb, die inhaltliche Aufsicht, die pädagogische Weiterentwicklung, für die Ausstattung, aber auch für die Beschaffung des Personals. Also Schulträger in all seiner Komplexität. Auf dem Weg zum grünen Klassenzimmer soll eine Sporthalle gebaut werden. Auch darum kümmert sich die Schulz-Stiftung. Kooperationen sind angedacht, sowie die Initiative der Eltern und Sachspenden. Der Standort Wismar selber ist ein ganz stabiler Standort seit vielen, vielen Jahren. Wir konnten auch diesen Schulneubau mit öffentlicher Förderung und eigenen Mitteln finanzieren und werden jetzt an die Entwicklung eines Sporthallenkonzeptes gehen für unseren Schulsport. Das würden wir auch finanzieren können. Aber wir sind auch in der Überlegung, gemeinsam mit anderen der Hansestadt und Sportvereinen zu gucken, gibt es eigentlich Bedarf, der über unseren hinausgeht? Und muss die Halle eine andere Infrastruktur, eine andere Größe bekommen? Und da muss man natürlich über die Finanzierung reden, die über den Eigenbedarf hinausgeht. Thomas Agerholm ist ein Unternehmer in der Stadt, der sich ebenfalls mit einer eigens gegründeten Stiftung engagiert. Außerdem ist er Mitglied im Landesausschuss der Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Geld der Stiftungen können großartige Projekte umgesetzt werden. Ich finde die Stiftung allgemein sehr wichtig, denn es werden von dort aus viele Dinge geleistet, die Politik nicht leisten kann und wo auch in der freien Wirtschaft die Mittel fehlen. Und ich glaube, da haben die Stiftungen schon einen großen Part der Gesellschaft, den sie abdecken und damit auch viele Projekte möglich machen. Im Verlauf des Besuchs erläuterte Gusek der Ministerin die Finanzierung der Stiftung und die Bildungssituation der über 3.300 SchülerInnen an den evangelischen Schulen im Land. Die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern gehen nun in die großen Ferien. Die Sommertour der Ministerin mit Besuch der Stiftungen führt sie noch weiter durch das Land.